Projekt ferngesteuerter Rasenmäher geht somit zu Ende. Ja, was kann man sagen? Der gestrige Test war erfolgreich. Also ich habe ja damit gerechnet, dass wir eventuell die Räder und die Motoren von der Wiese wieder aufsammeln können. Also das ist nicht passiert. Und ja, also es ging ja darum, viele bauen diese Mäher in einem separaten Gestell. Und das wollte ich eigentlich vermeiden, weil ich die Höhenverstellung des Mähers praktisch beibehalten wollte. Und man muss sagen, dass das Fahrwerk vom Prinzip von diesem Rasenmäher von Anfang an ein sehr stabiles Fahrwerk ist. Somit konnte ich dieses Chassis, so wie es eigentlich gedacht ist, benutzen und habe dann einfach starke Bleche. Ja, das sind, glaube ich, das waren 6 mm Bleche, konnte ich die praktisch ein Stück erweitern, um die Motoren dann auch daran festzumachen. Jetzt ist es so, bei diesen Drehbewegungen herrschen unheimliche Kräfte. Deswegen habe ich dieses Fahrwerk noch mit einer Gewindestange von Motor zu Motor nochmal stabilisiert, sodass die sich gegenseitig auch noch ein bisschen halten können. Ich glaube, da könnte man sogar noch ein bisschen eine Verbesserung hinkriegen, indem man wahrscheinlich, also ich habe das Gefühl, dass ich eventuell ja, ein 4 Zoll Rohr zum Beispiel nehme und klammer die beiden Motoren und verbinde sie hier etwas oberhalb. Somit könnte die Gewindestange eigentlich wegfallen und ich hätte hier eigentlich nochmal eine stärkere Verbindung. Also das könnte man andenken, das zu machen. Also momentan sieht es so aus, dass man es eigentlich nicht müsste. Ich habe die Spur eben mal gemessen. Auf beiden Seiten steht die immer noch so, wie ich sie eingestellt habe. Ja, der eine oder andere hat gesagt, eigentlich müssten da Ketten drauf. Ja, tatsächlich ist diese Geschichte, gibt es die, also man kann ja diese China-Rasenmäher fertig kaufen. In diesem Setup mit Rädern oder tatsächlich mit Kette. Wie ich das gesehen habe, wollte ich dieses nachbauen praktisch. Aber das Ganze musste natürlich auch preistechnisch irgendwo im Rahmen bleiben. Ne? Der Mäher an sich war das günstigste eigentlich an dem Projekt mit 50 Euro bei eBay Kleinanzeigen. War eigentlich wirklich ein Top-Mäher, dem der Vorbesitzer einfach zu schwer war. Der hat diesen 55 Kilo Rasenmäher in sein Auto geladen, hin und her, und das hat er 2-3 Mal gemacht und dann hat er aufgegeben, es ist einfach ein Urvieh, dieser Mäher, ja, der ist einfach zu schwer. Ja, also hier auf dem Datenblatt hat er 55 Kilo. Wie wir den Mäher jetzt mit diesem Setup ins Auto gehoben haben, und da habe ich mit meinem Junior zusammen, haben wir den hochgehoben, ich sagte was von 70 Kilo, ich glaube, es sind mehr als 70 Kilo, also wir haben ganz schön dran gehangen und das ist ein wahnsinnig schwerer Mäher geworden, was eigentlich der Traktion, und das hat man eigentlich auch gut gesehen, schon nützlich ist. Ne? Und mich wundert auch, dass diese Motoren immer noch so leichtfüßig mit diesem schweren Kasten jetzt umgehen. Also das spricht eigentlich schon für diese Getriebemotoren. Ne? Was auch deutlich aufgefallen ist, ist, also viele bauen solche Mäher praktisch ohne Lichtmaschine. Die machen dann größere Akkus und fahren dann halt, bis der Akku leer ist. Ne? Man spricht da bei dem einen oder anderen Setup von einer Stunde. Also das wollte ich von Anfang an nicht und es hat sich auch gezeigt, dass die Lichtmaschine wirklich wichtig ist, denn ich konnte die Spannung hier oben ablesen, dann haben wir ungefähr 28 Volt, was absolut im Rahmen und in Ordnung ist. Und erst dann entwickeln die Motoren auch ihre
ihre volle Leistung. Also wenn ich den mit meinen kleinen Batterien betreibe hier, dann wendet er gerade so auf der Stelle. Das heißt, eigentlich reicht der Saft oder die Kapazität von den kleinen Batterien nicht mehr aus, um die volle Leistung der Motoren abzurufen. Ja, also das mit der Lichtmaschine ist zwingend wichtig, was auch natürlich bedingt, dass man halt so lange mähen kann, so viel Sprit, wie man noch im Tank hat. Das war jetzt hier auch gar nicht so schlecht, also der Tank fasst 2 Liter, das ist eigentlich für einen normalen Rasenmäher schon recht ordentlich. Und ihr werdet lachen, der war gestern bei dem Versuch zwischendurch leer. Also das heißt, der gönnt sich da schon ordentlich was. Ja klar, ich meine, wir haben gestern diesen Versuch extra an einem Stück gemacht, was wir eigentlich gar nicht mehr mähen wollten. Das sollte eigentlich brach liegen. Und ich habe das eben hergenommen als Härtetest. Ich denke, so hoch würde man die Wiese jetzt nicht wachsen lassen, wenn man das mähen möchte. Ja. Und, aber dieser Härtetest hat eben gezeigt, dass hier schon genügend Kraft und Reserven sind, um also damit mähen zu können. Das Einzige, was ich mir eventuell fürs nächste Jahr ausdenken werde, ist, dass man auf er ist ja dafür gedacht, sehr steile Stücke mähen zu können. Das ist glücklicherweise auch aufgegangen. Also man hat bei dem gestrigen Test nicht einmal gesehen, dass er irgendwie Öl verschluckt hat. Das ist nämlich ein Thema bei diesen Motoren. Die meisten Motoren haben eine, sag ich mal, Schleuderschmierung. Die Ölversorgung des Motors wird praktisch sichergestellt über einen, ich nenne es mal Propeller, der in dem Öl einfach rumschlägt und somit alle Bauteile mit Öl versorgt. Wenn man solche Mäher an sehr steilen Stücken arbeiten lässt, dann kommt es ab und zu vor, dass da mal eine blaue Rauchwolke aus dem Auspuff kommt, weil einfach der Ölstand durch die Neigung dann zu hoch ist und dann verbrennt er dieses Öl. Ich habe mich sehr gewundert, also es ist gestern nicht einmal vorgekommen, obwohl wir in sehr steilen Stücken waren. Also toi toi toi, da haben wir absolut Glück mit dem Motor, dass der das kann. Es kann nämlich nicht jeder. Bei Honda-Motoren weiß ich, die haben eine separate kleine Ölpumpe drin, die auch hangfähig sind. Dieser Motor hier scheint es auch zu sein. Da bin ich also richtig froh, dass das so ist. Ansonsten hätten wir eventuell einen Motor jetzt dann noch besorgen müssen, der das kann. So, das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, ist, dass wir eventuell im nächsten Jahr nochmal über Zwillingsbereifung nachdenken. Das heißt, wir setzen nochmal überall ein Rad außen an, damit wir an steilen Stücken einfach noch ein bisschen Sicherheit haben. Weil eigentlich ist er dafür ja konzipiert worden. Und ich denke, kräftetechnisch machen die Motoren das mit. Das muss man dann mal sehen. Also es lässt sich eigentlich relativ einfach verwirklichen, indem man einfach nochmal eine Achse, 17 mm Achse, aufflanscht und dann können wir nochmal einmal die Räder anstecken und somit ist der eigentlich, sagen wir mal, nochmal ein bisschen sicherer am Hanggelände, ohne dass er irgendwie umkippen kann. So, der Mäher ist gebaut worden für Wiese. Also das heißt, der ist nicht für Golfrasen oder Zierrasen gedacht. Wer sowas nachbauen möchte, um seinen Garten zu mähen, kann man das natürlich mit sowas nicht machen. Der wendet auf der Stelle. Da wird die Grasnarbe natürlich hier und da aufgerissen, das kann man natürlich da nicht machen. Man kann ein Setup fahren, das heißt, man macht dann einen 3-rädrigen Mäher, das heißt hinten 2 Motoren und vorne ein
Drehschemel gelagertes Rad. Also ein Drehschemel, das heißt ein Rad, das sich um die eigene Achse drehen kann. Und somit kann man die hinteren Räder, der tut dann praktisch auch auf der Stelle wenden und das Bugrad vorne dreht sich einfach zur Seite. Somit hat man keine Beschädigung der Grasnarbe. Und das Fahrzeug läuft sehr leichtfüßig und man kann dann hinten auch statt dieser AS-Bereifung, die ich hier habe, mit normalen, ich sag mal, rasentauglichen oder rasenfreundlichen Reifen, kann man den dann bestücken. Also da gibt es auch auf YouTube viel zu sehen drüber. Ich habe mich da natürlich inspirieren lassen und habe versucht, das, was mir gefallen hat, jetzt hier in dem Projekt umzusetzen. Die Fernbedienung, das war natürlich eine gewisse Schwierigkeit, da musste ich mich erstmal ein bisschen belesen, wie diese funktionieren. Auch das hat aber wirklich hervorragend geklappt. Die Servos haben super gearbeitet. Man kann ja mich wirklich auf keinste Weise irgendwo beschweren, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Ja. Das Einzige, was ich hier auch noch machen könnte, ist noch ein bisschen mehr Leistung rauszuholen. Ich habe das gestern mal getestet. Der Gashahn hier, den kann man nochmal ordentlich aufdrehen. Und das werden wir vielleicht sogar machen, dass wir ein bisschen höhere Drehzahl fahren. Dadurch haben wir auch nochmal eine höhere Leistung. Okay, also, wem das Spaß gemacht hat oder gefallen hat, dann kann ich eigentlich nur dazu aufrufen, sowas zu bauen. Das macht höllisch Spaß natürlich. Das Projekt hat mich auch unheimlich interessiert. Ich habe wieder sehr viel dazugelernt. Und ja, wer da Tipps und Anregungen braucht, kann mich gerne fragen. Und ja, schlussendlich war es ein geiles Projekt. Und damit gehe ich das jetzt zu Ende. Alles klar. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald.